Ein Riesenpuff heute am Bahnhof Bern. Er schießt mich an, ja. Ich habe bis Vorgabemittag, muss zum Zahnarzt um drei. Ich werde wegen eng, jetzt bekommt auf was jetzt kommt. Vielleicht kann es sein, dass er geht. Ja, der ist gar nicht aufgehört. Ja doch. Ausfall. Ja, nein. Ja, nein. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Es ist, er war einfach so, gewesen, wie er ist, und er war herzig. Ja, nein. Nein, nein. Ja, nein. Nein. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Das ist wunderbar. Wieder mal überzeugen die Covidioten mit schlagenden Argumenten. Ich trage keine Maske, ich möchte gesund sein, ich möchte Luft atmen, ich möchte Sonne, ich möchte also nicht. Für mich ist da Deutsch gesagt Bärenreich. Ja, und ich möchte mein Gesicht nicht verstecken. Das hat mir Gott gegeben und das muss jeder anschauen. Dein Ernst? Ich denke, die bricht einfach zu einseitig, diese Medien. Die bricht einfach nur das Negative. Und also einfach nur, um uns einzuschüchtern. Die soll einfach mal die ganzen Wahrheiten berichten, auch mit diesen Kindern. Denkt nur mal an die Kinder. Das wird nirgendwo öffentlich berichtet, das wird einfach nur verschwiegen. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Ich weiß nicht warum, ist einfach nur traurig. Nicht gut, nicht gut, ich darf. Das ist vom Wicht. Aber falls es ein Virus geben sollte, geht dieser Virus dort durch. Der geht da durch. Der schützt diese komische Maske, die sie jetzt haben. Im Gegenteil, die schadet ihnen. Haben da nichts mehr Gescheites zu, ihr Arschlöcher, ihr Verdammten. Wenn ich jetzt Covid-19 wäre, sie machen den Mund auf und ich spuck ihn direkt rein, dann garantiere ich ihnen, dass sie richtig viel... Das werden sie auch nicht so tun. Und ich spuck ihn direkt rein. Im Appenzellischen ist die Welt noch in Ordnung. Da vertreibt man sich die Zeit mit ausgefeilter Improvisationscomedy. Was hast du jetzt schon wieder gesagt, das Bändli nach Rinnen gefahren? 13 oder 45? Und? 13 und 45. Aha, beides. Nein, und? Wenn das Furzen herausfordern willst, kommt meistens nur Scheiße raus. Ich habe ja gesagt, beides, oder? Beides. Oder? Oder? Und? Wehe, wenn er jetzt noch mal anfängt. Dann hat mir doch ein Walzer Häusler erzählt, dass man dem Zügli da auch TGV sagt. TGV? Wie jetzt Paris, ja. Train à grande vibration. Das kommt aber nicht ins Fernsehen, oder? Doch. Ich wollte noch den Bezug sagen, was ich für einen Bezug habe zu dem Witzweg. Und der ist auch lustig. Ja und nein. Ihr wisst nicht, dass mein zweiter Name Witz ist. Mein Mann ist ein alteingesessener Elsässer und er heisst Witz, W-I-T-Z, zum Geschlecht. Und wir beide wohnen im Ortsteil Lachen. Oh, das war eine grandiose Geschichte. Grandios. Man sieht ihm die Enttäuschung förmlich an. Und was gefällt dir an mir? Ach, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich warte jetzt mal ab, was so der Abend hier noch bringt. Und dann können wir uns da weiter unterhalten. Okay. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, was hier abläuft. Zum Schluss noch dies. Er ist schnell wie ein Bisiwetter, kommt von Ittigen bei Bern und ist 22. Schnell wie ein Bisiwetter. Es ist ein bisschen seltsam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Depp von unten bis oben. Depp, 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 Depp.